I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und es geht mal wieder weiter bei Alltag in Schönebeck. Und wir haben heute ziemlich viel zu tun und ihr seht auch gleich, es gibt neue Werkzeuge. Wir haben uns einen neuen Hänger gekauft und ein E303. Das ging mir alles auf den Nerv mit dem Famulus und außerdem musste ich das alles ordentlich hinlegen, also haben wir mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Von dem Ersparten, wenn wir hier noch ein bisschen sauber machen. Sieht mich überall aus wie Sau. Ja, wie gesagt, das Gras ist gemäht. Das Heu ist gewendet und in Schwaden abgelegt. Das passt soweit. Einen Ballen habe ich mir jetzt schon pressen lassen. Das haben die Jungs von der LPG gemacht. Nanu. Und auf jeden Fall müssen wir noch den Mist verladen und ich brauche vielleicht den nächsten Güllefass oder ich lasse es abholen. Das weiß ich noch nicht so genau. Den Hund haben wir auch noch nicht gefüttert. Der kriegt jetzt nochmal einen kleinen Mittagssnack. Dann gehe ich sicher, dass die Tore offen bleiben können, ohne dass der mir hier ausbüchst. Ja, der CT muss auf jeden Fall bald in die Werkstatt. Muss mal gucken, wie ich hier jetzt rauskomme. Möchte eigentlich ungern das Tor offen lassen. Mal kurz raushüpfen. Oh ja, kommst du da vorbei. Okay, Mars neben hier. So lang ist er nicht, der HTS. Ja, künstlich geschossen. Ihr seht, viel Geld ist nicht weggegangen. Aber ein bisschen was muss man investieren, wenn wir ein bisschen weitermachen wollen. Jetzt habe ich gesehen, wenn ich Richtung KFL fahre, gibt es eine Weide zum Verkauf. Da bin ich doch glatt am Überlegen, ob wir da nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und die Weide noch dazu kaufen. So, mal gucken, der ZT, der hat schon arg gelitten in der letzten Zeit. Ihr seht, der Leistungsstand ist nur noch halb. Deswegen, wir werden hier schön genüsslich machen, nicht, dass es uns irgendwas zerreißt oder zerfetzt. Da habe ich nämlich auch keine Lust drauf, aber der muss auf jeden Fall in die Wartung. Ja, Olga ist noch auf Lehrgang. Das wird sie auch noch ein Weilchen hinziehen. Das wieder, was sie letztens beim Grubbern gemacht hat, das geht gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Lehrgänge machen. Alles schief und krumm hier. Aber solange wie ich es nicht pressen muss, geht es immer noch. Der quält sich hier ganz schön durch, wa? Bahn ist aber laut. Ich weiß noch gar nicht, ob ich so viel Heu brauchen werde. Ah, ich werde mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Einen Ballen habe ich mir zum Pferd auf dem Hof stellen lassen. Schon edel, so eine Dampflok.
Aber Ludmilla gefällt mir immer noch am besten. Ihr könnt ja selber mal sagen, welche ist eure Lieblings-DDR-Lok? Schreibt's mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch allen geht's gut. Ihr freut euch auf die Osterfeiertage, sofern man sie denn mit Freunden, Familie und Verwandten genießen kann. Ansonsten genießt die Ruhe. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Und bleibt immer schön artig. Das ist ja toll hier. Aber es scheint doch noch nicht überall komplett trocken zu sein. Naja. Aber was sagt ihr? Zwei Hänger voll? Ich denke doch, oder? ZT hat ganz schön zu tun, ey. Obwohl es ja auch schon ein kleines HTS ist, ne? 3104. So richtig trocken ist es hier an manchen Ecken noch nicht. Aber ich muss die Sonne nochmal genießen. Und wenn es jetzt wieder nass werden würde, dann habe ich gar nicht gekonnt. Dann liegt der Dreck hier und vergammelt. Wenn mir der Dreck hier vergammelt, davon habe ich nichts. Also, dann lieber jetzt eben mal rüber. Das ist ganz schön dünne. Ich werde mal hier den Rest noch einsammeln. Der lag da überall noch ein Fitzelchen rum. Ah, von wegen zwei Hänger. Das wird wohl nichts. Oh. Da habe ich auch eine schöne Kerbe reingezogen hier. Naja. Das ist nicht so cool. Also ich meine, ein Hänger reicht. Wenn ich ihn irgendwie jetzt unterstelle, dann passt das schon. Da hinten liegt auch noch ein kleiner Rest. Aber zum Verkaufen und Geld machen ist nichts dabei. Das wird echt nur in Hänger voll. Ja, also viel vom Pferd werde ich dafür nicht glücklich machen können, aber es reicht eine Weile, auf jeden Fall. Dann muss ich mir auf jeden Fall für die Schweine was überlegen. Und Eier müssen wir noch wegbringen. Eier müssen zum Konsum, ganz dringend.
Das wird hier noch eine knackige Geschichte. So, mal gucken, was von der letzten Bahn noch reinpasst. Ich überlege, ob ich die Eier dann morgen früh reinfahre oder heute gleich, aber eigentlich anliefern wäre jetzt schon besser. Aufgelegt habe ich es ja schon. Ja. Ein Hänger und ein Fitzelchen. Na gut. Den Rest kann ich ja mit dem Frontlader da holen. Das ist, dafür nochmal mit dem HTS rausfahren, ob sich das noch lohnt. Wir gucken mal, was noch alles reinpasst. Dann muss dieser dämliche Posten hier noch weg. War schön offen gelassen vorher. Super. Na, mit abladen ist ja auch nicht viel, wa? Aber hinkippen will ich es auch nicht einfach. Ich stelle den Hänger erstmal runter. Jetzt steht da der Multicar im Weg. Gut. Passt erstmal. Machen wir schnell die Eier in Konsum. Auf dem Hänger sind sie ja schon, da muss ich mich eh Nachmittag mal um das Pferd kümmern. Ausreiten muss man auch noch ein bisschen trainieren. Dann müssen wir für die LPG noch ein bisschen was erledigen. Komme ich jetzt hier auch mal raus? Wieder alles offen gelassen, ne? Muss jetzt schnell gehen. Wo ist denn der Hund eigentlich schon wieder? Ja, ein Krach hier. Ach so, der ist da. Einmal frei. Ah, das könnte sogar passen, ne? Einmal frei. Hatten wir Spanngurte drauf, hatten wir. So, aber hier werden wir jetzt mal das Tor zu machen.
Na, noch ein Stückchen vorfahren. Rechts ist frei, links bezahlt die Versicherung und ab geht's. So, dann fahren wir nochmal schnell zum Konsum. Bringen wie gesagt die Eier weg. Und dann werde ich mich den ganzen Nachmittag ums Pferdchen kümmern. So, und demnächst, wie gesagt, auf jeden Fall steht die Wartung vom ZT an. Das geht so nicht weiter. Irgendwann zerlegt es den mir noch. Das wollen wir nicht. Wenn der Bus kommt, werden wir mal ein Stückchen ausweichen. Die werden auch gucken. Groß ZT und HP 500 dran. Ja, aber was muss, das muss mal. Das ist nicht viel, ne? Tropfen auf dem heißen Stein komme ich hier rum. Aber nicht so, wie ich stehe, wa? Das sieht schon besser aus. Ein Krach macht die Dampflok. Ein Krach. Ach hier. Meine besten Freunde, habe ich nicht laut gesagt. Gut, ich fahre jetzt zum Hof zurück, werde mich wie gesagt noch ums Pferdchen kümmern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus, euer Hellraiser.